Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar zum Wochenauftakt hier am 19. Januar bei den JFD Devisenradar. Ich grüße Sie, Christian Kämmerer, und wir wollen ja an einem Wochentag, der zunächst recht gemächlich beginnt und was auch durchaus so bleiben könnte, uns hier mal dem Osten zuwenden, dem weiten Osten, nämlich hier da dem Handelsbeginn des Forex-Marktes jeden Sonntag. Und speziell schauen wir uns hier nämlich den Neuseeland-Dollar an, da wo eben hier mitteleuropäischer Zeit 23 Uhr der Forex-Markt anfängt zu ticken, wie auch gestern geschehen. Wir haben heute Montag und dann zusätzlich noch die Information vorliegen, dass die US-Amerikaner einen Feiertag haben. Der Montag ja ohnehin eher ein Tag der Entscheidungsfindung, also für meinen persönlichen Dafürhalten am Forex-Markt. So manchmal eher ein Tag, wo man nur zuschaut. Heute, da die Impulse am Nachmittag aus den USA fehlen, vielleicht sogar ein Tag, wo man das berücksichtigen sollte, um hier nicht Gefahr zu laufen, irgendwelchen wilden Bewegungen und richtungssuchenden Impulsen ausgeliefert zu sein. Morgen dann sicherlich wieder mehr Dynamik, gerade dann auch, wenn die Amerikaner in den Markt noch dazu stoßen. Die Woche ohnehin spannend, das werden wir aber im weiteren Wochenverlauf Step by Step aufarbeiten. Heute, wie gesagt, der Kiwi zum Auftakt. Und wir sehen hier zunächst mal, dass der Montag generell ein schwacher Wochentag ist, aber aufgrund der ja generell vorherrschenden Abwärtstendenz der letzten Zeit. Wir sehen hier auf der rechten Seite den Wochenchart zum Währungsfonds und hier seit Mitte 2014, seit dem gescheiterten Versuch, neues Allzeithoch zu machen, rauscht das Paar hier sukzessive stark nach unten. Jetzt haben wir hier eine Seitwärtsphase auf Wochenbasis, dazu gleich. Jetzt, wie gesagt, heute tendenziell aber auch ein schwacher Tag. Interessant hierbei hervorzuheben, auch durchaus Mittwoch im Zuge dieser Gesamtschwäche dennoch ein Tag, wo das Währungspaar hier überdurchschnittlich zuzulegen scheint, rein statistisch betrachtet. Saisonalität, dazu kommen wir gleich im Weiteren, aber auch hier können Sie schon mal vorab den Blick natürlich erspähen, dass wir hier eine fallende Tendenz bis Anfang/Mitte Februar aufweisen, mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage der Neuseeland-Dollar, also eher schwach ausgerichtet. Wie sieht das aber nun konkret an den direkten Chartbeispielen aus? Hier erstmal den Wochenchart ganz kurz aufgerufen. Und da sehen wir natürlich hier, ja, eben hier das gescheitert oder den gescheiterten Versuch, hier das Hoch aus 2011 zu überwinden, hier in diesem laufenden Sommer bzw. im Sommer des letzten Jahres und dann hier der starke Ausverkauf. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass das Währungspaar sich mehr oder weniger an diesen Tiefpunkten des Jahres 2013 versucht zu stabilisieren. Wir haben aber hier immer noch, das Ganze noch ein Stück weit größer, immer noch die Tendenz, dass der Markt natürlich keineswegs bullisch ausgerichtet ist. Wir haben so eine Art Abwärtstrendkanal auf Wochenbasis, so gestaltet sich das zumindest mal, dass es eine Struktur hat, eine Erscheinung, die sich hier ja in der Art eines Abwärtstrendkanals darstellt. Kann man hier auch relativ flugs einzeichnen. Und dann sehen wir, ein Stück nach oben schieben noch. So, dass das hier ja keine erfreuliche Tendenz letztlich aufweist. Wir sehen eben hier diese Tendenz, die nach unten zeigt. Auf Wochenbasis wohlgemerkt. Übergeordnet ganz klarer Abwärtstrend. Hier eine Unterstützung, an der wir uns mehr oder weniger versuchen zu stabilisieren. Aber tendenziell weist der Chartverlauf hier strukturellen Abwärtstrendkanal aus. Was leiten wir daraus jetzt ab, wenn wir uns den Tageschart anschauen? Da sehen wir, die ist nicht ganz so ausgeprägt. Wir sehen hier eine ja, grobe Range von rund 0,80 auf der Oberseite, beziehungsweise hier 0,77 auf der Oberseite vielmehr und hier unten 0,77, also hier eine Range seit Oktober von rund 200 Pips. Diese Range ist allerdings leicht abwärts gerichtet, die dann eben auch hier, wenn wir das jetzt mal konkret nochmal machen, eine Art Abwärtstrendkanal aufweist, nicht eine Art, sondern einen Abwärtstrendkanal aufweist. Und dieser ist eben hier in Kürze wieder erreicht auf der Oberseite. Zudem haben wir hier ein Widerstandslevel. Und hier sehr schön von den Spikes der einzelnen Hochpunkten ableiten. Noch ein Stück tiefer das Ganze nochmal setzen. Hier ähnliches. Also hier ist definitiv, hier kommt auch der EMA 50 von oben runter, besser gesagt der EMA 100, diese blaue Linie von oben runter. Und wir haben hier ein definitives Widerstandscluster. Also das Level auf der Höhe knapp unter 0,79 ist hier als Widerstandsbereich zu lokalisieren und warum nicht hier den einen oder anderen Short suchen. Vor dem Hintergrund, dass wir ja schon gesehen haben, dass die Saisonalität hier nach unten weist,
sieht das eigentlich ganz interessant aus, wenn wir uns den Chart anschauen. Gerade hier vor dem Hintergrund, dass wir jetzt in den kommenden 1, 2, 3 Tagen im weiteren Wochenverlauf vielleicht noch einen Impuls bekommen, der hier durchaus nochmal nach oben führt, dann bietet sich hier das Level unterhalb von 0,79 an. Vielleicht sogar mit einer schönen Shooting-Star-Kerze, um hier dann praktisch auch von den Candlesticks her ein Signal zu bekommen, mögliche Divergenzen. Das gilt es natürlich dann je nach Setup abzuwägen, welche Wahl man hier als Entry-Punkt vornimmt. Aber die Situation scheint hier durchaus interessant. Ich werde das Ganze auch gerne mal unter dem Rainbow-Gesichtspunkten dann beleuchten. Rainbow ist hier diese Anwendung multipler gleitender Durchschnitte. Da sehen wir eben auch hier einen negativ aufgefächerten Rainbow. Und eine Möglichkeit wäre es hier zum Beispiel mit den Heike-Naschi-Kerzen, die ich Ihnen jetzt kurz zeige, hier dann auf eine negative Verkaufskerze zu setzen, die in dem Fall dann sich durch so einen schwarzen Kerzenkörper auszeichnet. Wir sehen hier gerade weiße Kerzenkörper, eine Art Stabilisierung nach oben laufen. Und wenn hier eben so eine schwarze Heike-Naschi-Kerze ohne oberen Schatten auftaucht, ohne oberen Schattenwurf, dann könnte man dies hier durchaus als Idee, als Verkaufssignal ansehen, um an einem neuerlichen Abwärtsimpuls teilzunehmen. Sieht ganz interessant aus. Jetzt mal kurz noch zur Stunde. Was zeigt der Intraday-Chart hier? Ich muss mal kurz schauen, was die Daily Range bis jetzt sagt. Wir haben gerade mal heute 25 Pips zurückgelegt. Das ist auch, wie gesagt, aufgrund der fehlenden Impulse aus den USA wahrscheinlich das, was uns heute noch erwartet. Also viele Währungspaare, wie gesagt, in geringer Range. Aber wir laufen hier auch mehr oder weniger in so einer kleine Zuspitzung hinein. Muss das hier auch nochmal verdeutlichen wollen. So. So eine Art kleine Keilformation. Also auch einen Trendkanal implizieren, aber das gefällt mir ein Stück weit besser. Also ein bisschen den Kurs zuschraubt auf Stundenbasis. Ja, und mal warten, was hier passiert. Also letztlich, wenn wir hier ein neuerliches Tagestief machen, freilich, dann kann man schon direkt versuchen, unter Umständen ein Short-Engagement zu pflegen. Aber wie gesagt, knapp unterhalb von 0,79 empfiehlt sich eben hier eher der Einstieg, da man hier mit wesentlich besseren Chance-Risiko-Verhältnissen agieren kann. Die Saisonalität, wie gesagt, weist nach unten. Die Einschätzung hier generell zum Währungspaar eben durchaus weiter Short. Also vielleicht für den interessierten Marktteilnehmer eine mögliche Erholung nach oben versuchen zu verkaufen, um dann im Folge den neuen Abwärtsschub innerhalb dieses Abwärtstrendkanals nach unten mitzunehmen. Das obliegt jedem selbst. Reine Information, ganz klar. Der Risikohinweis, Risikoausschluss versteht sich von selbst. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Sie hier schon mal eine kleine Anregung wieder haben finden können. Wenn Sie mögen, dann schalten Sie jeden Fall morgen wieder ein. Morgen zur gleichen Zeit, 9:30 Uhr, das Devisenradar. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Üben Sie sich vielleicht in Geduld. Das empfiehlt sich an so einem Handelstag wie heute durchaus häufiger. Und insofern verbleibe ich mit den besten Grüßen und wünsche Ihnen jetzt noch einen ruhigen Handelstag und bis morgen mit den besten Grüßen. Ciao dabei.